Was sind denn die Summe der ganzen Vorteile dieses Systems, sagen wir erstmal für die Umwelt? Ja, die Vorteile für die Umwelt sind vielfältig. Und das ist etwas, was Umweltschützer nicht so gerne hören, weil die immer sagen, ja, es gibt keine Lösung für alles. Aber die konservierende Landwirtschaft hat wirklich Antworten für viele der Probleme, die wir haben. Biodiversität haben wir ja schon erklärt. Biodiversität fängt im Boden an und baut sich dann auf und wird damit gefördert. Ein weiterer Vorteil ist, die konservierende Landwirtschaft ist die Grundlage der Climate Smart Agriculture, der klimaintelligenten Landwirtschaft. Das heißt, sie schützt uns vor den Folgen des Klimawandels, sprich Dürre und Flut, aber sie bekämpft gleichzeitig auch den Klimawandel, weil sie die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft reduziert. Ja, hallo liebe Zuschauer, heute mal in ungewöhnlicher Perspektive, vor der Kamera und nicht dahinter. Der Grund ist, wir machen hier heute ein Interview mit dem Herrn Dr. Friedrich. Herr Dr. Friedrich war sehr lange für die FAO tätig, war in, ich glaube, 75 Ländern beratend tätig, hat sehr viel von der Welt gesehen, aber am besten stellt er sich mal selber kurz vor. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Theodor Friedrich. Ich bin von Hause aus Landwirt, Diplomlandwirt, habe in Göttingen studiert, habe dann promoviert in Landtechnik und habe aber sehr früh schon meine Arbeitsfelder in der Welt gesucht und habe dann zunächst in der Entwicklungshilfe gearbeitet, dann in der technischen Zusammenarbeit mit der GTZ und die letzten fast 30 Jahre lang als Experte bei der FAO in Rom mit weltweitem Arbeitsgebiet. Und dort habe ich mich insbesondere mit umweltrelevanten Fragestellungen der Landtechnik beschäftigt, sprich Bodenbearbeitung. Und auf diese Weise bin ich zu dem Thema der Nullbodenbearbeitung oder neuer landwirtschaftlicher Systeme, nachhaltiger Landwirtschaft gekommen und habe das auch praktisch die letzten 20 Jahre hauptamtlich betrieben. Und seit einem Jahr bin ich jetzt im Ruhestand und beobachte etwas die deutsche Diskussion mit Sorgen. Sehr schön gesagt. Ja, fangen wir vielleicht mit der Begrifflichkeit der Direktsaat an. Ja. Und warum brauchen wir eine Direktsaat? Ja, wie gesagt, in Deutschland wird ja, wenn überhaupt, von Direktsaat geredet. Zum Teil wird auch noch der Begriff fluglos benutzt, was ein völlig unsinniger und altertümlicher Begriff ist, weil beides bezieht sich im Grunde genommen nur auf Praktiken. Und ich ziehe es daher vor, von konservierender Landwirtschaft zu sprechen. Der Begriff ist im Englischen weltweit eigentlich eingeführt als Conservation Agriculture. Und ich ziehe den Begriff vor, weil er einmal eindeutig definiert ist und weil es zweitens zeigt, dass wir nicht von einer Praktik reden, sondern von einem völlig neuen Verständnis, wie wir Landbewirtschaftung machen und auf diese Weise zu nachhaltigen Bewirtschaftungsformen kommen. Die konservierende Landwirtschaft definiert sich über drei Prinzipien. Das ist einmal die minimale Bodenbewegung, nicht zu verwechseln mit der minimalen Bodenbearbeitung. Wir wollen also wirklich den Boden so wenig wie möglich überhaupt bewegen in allen Operationen, die wir in der Landwirtschaft durchführen, also von der Saat bis über die Unkrautbekämpfung und bis zur Ernte. Und auch Sachen wie Verdichtung und Fahrspuren sind in diesem Sinne zu vermeiden als Bodenbewegung. Das zweite Prinzip ist die permanente Bodenbedeckung. Die kann erfolgen entweder durch tote Ernterückstände, Totmulch oder eben auch durch lebende Pflanzen. Im Augenblick wird immer populärer das Green Planting, dass man also eine permanent grüne Unterkultur in seinen Kulturen beibehält und da dann die Kulturen reinsät.
Das ist sehr wichtig, dass der Boden sozusagen bedeckt ist und nicht dem Regen und der Sonne schutzlos ausgeliefert ist. Und das dritte Prinzip ist die Diversität in Fruchtfolgen, in auch Assoziationen. Das Ganze gilt also auch für Dauerkulturen, dass wir also möglichst eine Vielfalt verschiedener Pflanzen in den Betrieb kriegen und in der weiteren Ausbauform auch eine Integration von Tierhaltung und Pflanzenbau wünschenswert ist und auch Bäume sehr viel mehr in der landwirtschaftlichen Landschaft dann untergebracht werden können. Diese drei Prinzipien stellen, wie gesagt, die konservierende Landwirtschaft dar und sie sind insofern eine Definition, eine verfahrensbedingte Definition. Während ein anderer Begriff, der ja auch immer populärer wird, ist die regenerative Landwirtschaft. Das ist auch ein Begriff, der kaum definiert ist. Viele Leute verstehen darunter, was sie gerne verstehen möchten. Aber die Ernsthafteren schließen in ihrer Definition der regenerativen Landwirtschaft eigentlich immer die drei Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft ein, fügen dann noch andere Sachen wie Weidehaltung, Tierhaltung und so dazu. Der wichtigste Unterschied ist aber, dass die regenerative Landwirtschaft wie auch die nachhaltige Landwirtschaft eigentlich nur über das Ziel definiert ist. Das heißt, wir wollen Nachhaltigkeit, aber es wird nicht gesagt, wie wir dahin kommen. Und das ist der Unterschied zur Definition der konservierenden Landwirtschaft, wo wir klare Maßgaben geben, was wir tun müssen. Und inzwischen haben wir genügend wissenschaftliche Ergebnisse, die uns dann auch belegen, dass, wenn wir diese drei Prinzipien durchführen, wir dann auch tatsächlich zur Nachhaltigkeit kommen. Und eigentlich auch nochmal schön gesagt, dass das im CA wirklich ja dieser Systemansatz ist und nicht einfach nur dieses, ich kaufe eine Direktsaatmaschine und mache sonst alles weiter wie bisher. Genau. Was hat Ihr Interesse weiter an dem System geweckt? Ja, ganz allgemein hatte ich früh schon, ich bin in Venezuela geboren und hatte früh schon eine Affinität zur tropischen Landwirtschaft, schon am Anfang des Studiums. Und ich habe mich dann, wie gesagt, schwerpunktmäßig mit Landtechnik und Bodenkunde beschäftigt. Und in diesem Kontext war damals noch so das Hauptproblem die Bodenerosion und das Besondere in Tropen. Hier in Deutschland war Bodenerosion immer so eine Sache, da hat man eigentlich nicht groß drüber geredet. Aber in Tropen war das durchaus ein Thema. Bloß seinerzeit hat man das Ganze als mechanisches Problem angesehen. Bodenerosion war halt der mechanische Verlust von Boden. Der musste dann also auch mit Techniken verhindert werden. Und da gab es dann die schönsten Techniken, Streifenanbau wie in der Mongolei zum Beispiel oder Höhenlinienanbau in Washington State, wo wir sehr hügelige Landschaften haben und wo dann schön in Konturlinien bearbeitet wurde. Andere Hilfsmittel, Terrassen, Südbrasilien, da wurden riesen Terrassen gebaut, um den Abfluss an Hängen zu vermeiden. Aber wie gesagt, alles technische Hilfsmittel, um zu verhindern, dass der Boden abfließt. Und dazu dann eben auch Geräteunterstützung. Die konservierende Landwirtschaft wurde die konservierende Bodenbearbeitung wurde eingeführt. Die ist ja definiert über ein gewisses Maß an Bodenbedeckung, was nützlich und nötig ist, um die Bodenerosion zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang wurde insbesondere für die Tropen die Scheibenegge oder der Scheibenflug propagiert, weil der eben nicht den sauberen Tisch hinterlässt, sondern immer noch ein paar Ernterückstände an der Oberfläche lässt. Und auch heute ist ja die Scheibenegge leider noch vielfach im Einsatz in Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung. Und das ist also für mich ein ganz großes Tabuthema oder No-Go. Scheibeneggen sind im Grunde genommen der absolute Overkill des Bodens. Wir haben es ja im Endeffekt großteils mit dem Boden ja auch mit einem biologischen Problem zu tun und versuchen das technisch zu lösen. Genau. Was ist denn ganz genau das Problem mit der Scheibenegge? Das Problem mit der Scheibenegge ist, dass wir im Gegensatz zu Zinkengeräten wie einem Grubber oder einem Pflug keine aktiven Kräfte haben, die das Gerät in den Boden einziehen. Ein Pflug und ein Grubber muss ja immer auf Stützrädern laufen, weil er sonst sich hoffnungslos eingräbt. Die Scheibenegge dringt nur durch ihr eigenes Gewicht ein. Sie hat keine Stützräder.
Und die Tiefe wird mehr oder weniger durch den Anstellwinkel kontrolliert und durch das Gewicht, was wir auf die Scheibenegge drauflegen. Was heißt das? Im Grunde genommen läuft die Scheibenegge, stützt sie sich ab auf den Schneidkanten. Sie funktioniert im Grunde genommen wie ein Untergrundpacker. Nur, dass sie zusätzlich den Boden noch zerkleinert und damit noch besser verdichtbar macht. Und wir bauen damit mit der Scheibenegge eine Untergrundverdichtung von unten nach oben auf. Ebenso wie beim Untergrundpacker. Und man kann das auch daran sehen, dass die Scheibeneggen zum Beispiel in vielen Ländern als Geräte zum Straßenbau benutzt werden, nämlich um das Straßenbett Grund zu verdichten. Und das Gleiche machen wir mit unseren Äckern. Und ich habe das sehr schön in Nicaragua zum Beispiel gesehen, wo die Baumwollfelder 30 Jahre lang nur mit Scheibeneggen bearbeitet wurden. Und wir hatten da Verdichtungshorizonte, die reichten von fast 50 cm Tiefe bis 10 cm Tiefe im Boden. Und das war so dicht, dass die Scheibeneggen da praktisch nicht mehr eindringen konnten. Also insofern ist die Scheibenegge wirklich eins der schlimmsten Bodenbearbeitungsgeräte, die wir derzeit haben. Das haben wir auch vor 3 Jahren ja in Paraguay gesehen. Wir haben ja, glaube ich, nur 1 oder 2 Scheibeneggen gesehen. Die ganzen, wir waren, glaube ich, knapp über eine Woche da und das war alles im Straßenbau. Ja, ja. Das Erosionsproblem, wie können wir das in den Griff kriegen? Ja, Erosion, wie gesagt, ist an sich nicht das Problem. Die Erosion ist der Endpunkt einer Bodendegradation. Sie ist sozusagen das finale Sterben des Bodens. Aber als solche ist sie nicht das Problem und als solche kann man sie deshalb auch nicht bekämpfen. Wir müssen wirklich an die Ursachen ran. Wenn man das auf der Weltkarte sieht, wo Böden degradiert sind, können wir inzwischen sehen, dass Böden eigentlich überall da degradiert sind, wo der Mensch Hand an den Boden angelegt hat. Wir haben also praktisch keine Kulturböden, die nicht in irgendeiner Weise degradiert sind. Und das ist ein fortschreitender Prozess. In den Tropen geht es schneller, bei uns geht es etwas langsamer. Aber er schreitet fort bis zu dem Endstadium Wüste. Und das Ganze ist nicht nur in letzter Zeit passiert, also nicht eine Folge der Modernisierung der Landwirtschaft und der Mechanisierung, sondern es ist historisch nachweisbar. Es gibt das schöne Buch Dirt von David Montgomery, wo er beschreibt, wie in der Geschichte der Menschheit ganze Zivilisationen durch Bodendegradation und Bodenerosion verschwunden sind. Nun, seinerzeit ist das in Teilgebieten passiert. Inzwischen haben wir die ganze Erde unter unsere Kontrolle gebracht. Das heißt, inzwischen haben wir überall Bodendegradation. Seinerzeit war es zum Beispiel das Römische Reich. Das Römische Reich hatte seine Kornkammern im vorderen Orient, wo jetzt Syrien, Libanon, Israel liegen. Das waren die Kornkammern des Römischen Reiches oder Karthago, Nordafrika. Ich selber hatte ein Projekt in Jordanien und konnte da den Mount Nebo besuchen und den Platz sehen, wo der Legende nach Moses dem Volk Israel das gelobte Land gezeigt hat. Was also seinerzeit ein fruchtbares Land war, was man auch archäologisch nachweisen kann, dass da Weizen angebaut wurde, dass Wein wuchs. Wenn man das heute sieht, ich glaube, das Volk Israel wäre sofort wieder umgekehrt. Das ist reine Wüste, da wächst überhaupt nichts mehr. Im ganzen Blickfeld sieht man einen verkrüppelten Olivenbaum und sonst ist wirklich Wüste. Ich habe gesehen das Gebiet zwischen Euphrat und Tigris in Irak, was ja seinerzeit auch in biblischen Zeiten eigentlich eine Kornkammer der Zivilisation war, was heute Wüste ist. Und dann fragt man sich natürlich, was ist die Ursache dieser Bodendegradation? Klimawandel zu biblischen Zeiten eigentlich unwahrscheinlich. Moderne Landwirtschaft, Pestizide, wohl kaum. Das Einzige, was es damals schon gab, war die Bodenbearbeitung. Also die Bodenbearbeitung ist wirklich der Knackpunkt, der das ganze Problem ins Rollen bringt und der letzten Endes mit der Erosion endet. Und das ist auch der Punkt, wo wir ansetzen müssen, weil David Montgomery schreibt auch, dass der Boden so lange Zeit braucht,
sich wieder zu regenerieren, dass mit der kleinsten Bearbeitung sozusagen eine so schnelle Degradation ausgelöst wird, die immer schneller ist als die Regeneration des Bodens. Das heißt, Boden im Verlauf eines Menschenlebens kann als nicht erneuerbare Ressource gesehen werden. Wir durften in einem Menschenleben praktisch maximal einmal den Boden bewegen, um ihn nicht nachhaltig zu schädigen. Und wenn wir jedes Jahr mehrfach den Boden bearbeiten, können wir niemals nachhaltig wirtschaften. Die Aussage mit dem selbst die kleinste Bodenbewegung, das ist, denke ich mal, interessant für die Landwirte hier zu hören, weil da gibt es ja auch immer wieder so... Eben, ein bisschen macht ja nichts, ne? Genau, ein bisschen. Oder nur ganz flach macht ja noch weniger. Genau. Aber ich sag mal, klar, wir regen die Unkräuter alle zum Keimen an und so weiter. Ja. Die größten Städte, die waren ja, glaube ich, so vor 2.500 Jahren, die waren ja fast alle in Persien. Ne? Ja. Da ist ja heute eigentlich... Ist alles Wüste. Da ist nichts mehr. Und ich war vor 5 Jahren war ich mal nordöstlich von Mexiko-Stadt. Ich spreche die Pyramide immer falsch aus. Teotihuacan. Da haben ja damals vor, ich glaube, 2000 Jahren 150.000 Menschen gelebt in dem Gebiet. Und ich bin dann auch mit dem Heißluftballon dann geflogen und habe das von oben gesehen. Und man fragt sich so ein bisschen, wovon haben die gelebt? Ja. Warum haben die ihre Pyramiden hier hingesetzt, wo ja nicht viel wächst? Und dann fährt man ja nur 1-2 Stunden weiter nach Westen oder nach Süden und da sind wieder super fruchtbare Böden. Mhm. Und dann wird einem ja klar, nee, das war andersrum. Das war hier mal genauso fruchtbar. Ja, ja. Aber die haben es auch kaputt gekriegt. Eben. Und das ist auch eine der Theorien, warum die Mayas zum Beispiel zusammengebrochen sind, dass die wirklich schwerwiegende Bodenerosionsprobleme gekriegt haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Da gibt es auch noch diese Theorie mit den Chinotes, dass die Leute da reingeschmissen haben. Können Sie vielleicht noch mal genau erklären, das Problem der Bodenbearbeitung? Ja. Man muss sich vorstellen, was passiert mit dem Boden, wenn ich ihn bearbeite. Zunächst mal verliert der Boden seine Schutzdecke. Er ist also sozusagen exponiert. Wind, Regen, Sonne können ihn klein machen. Was wir aber nicht sehen, passiert im Boden. Und das Erste, was passiert, ist, dass wir die Biodiversität im Boden nachhaltig schädigen. Durch die mechanische Bearbeitung zerstören wir das Habitat insbesondere größerer Bodenlebewesen. Angefangen von Pilzen bis zu Regenwürmern, Insekten. Alles, was im Boden lebt und was ja nicht in den Bodenkrümeln lebt, sondern in den Zwischenräumen im Boden. Und diese Zwischenräume machen wir mit der Bodenbearbeitung ja kaputt. Das Einzige, was damit gut klarkommt, sind Bakterien. Bakterien vermehren sich. Wir mischen ja ordentlich auch Sauerstoff in den Boden rein. Und diese Bakterien fangen dann halt an, die organische Substanz aufzufressen. Mechanisch werden ja auch die Bodenkrümel zerstört und verkleinert, sodass die Bakterien besser an den Humus rankommen. Er wird regelrecht verbrannt. Das CO2 aus dem Verbrennungsprozess steigt dann auf und ist eins der Treibhausgase, die wir ja gut kennen. Zum anderen werden wasserlösliche Nährstoffe freigesetzt. Das ist auch ein Grund, weshalb früher selbst Leute wie Liebig gesagt haben, man kann den Boden nie oft genug bearbeiten. Weil mit jeder Bearbeitung eines fruchtbaren Bodens werden wieder Nährstoffe freigesetzt. Und das ist sozusagen der Dünger auch, was heute die organische Landwirtschaft benutzt, wenn sie den Boden bearbeitet, wo sie dann vorher ihren Stallmist draufgebracht hat. Aufbau. Richtig, ja. Und die weitere Folge ist, wie gesagt, dass wir damit Humus verlieren und wir verlieren damit den Kitt, um die wasserunlöslichen Bodenkrümel herzustellen. Zum anderen verlieren wir die Lebensstruktur im Boden, nämlich diese Bioporen oder Makroporen, die verbunden sind. Man muss sich das so vorstellen wie ein Haus. Wir leben ja in unseren Häusern auch nicht in den Wänden, wir leben in den Zwischenräumen. Und so findet das Bodenleben in den Zwischenräumen statt. Und diese Zwischenräume sind die Wasserführungsporen, sind die Luftführungsporen. Und diese werden alle zerstört. Die entstehen zum Beispiel durch Regenwurmgänge, die entstehen durch alte Wurzelkanäle und können große Tiefen erreichen. Regenwürmer können mehrere Meter in den Boden eindringen und Termiten können also bis über 20 Meter
runtergehen. Zum Teil reichen diese Gänge bis direkt ans Grundwasser ran. Was heißt das jetzt, wenn wir einen Boden bearbeiten und diese ganze Struktur zerstören? Die Böden können das Wasser nicht mehr aufnehmen. Ja, das ist wie, wenn ich eine Handvoll Kaffeebohnen in die Kaffeemaschine schmeiße und Wasser rüberlaufen lasse, das läuft klar durch. Wenn ich den Kaffee mahle, dann braucht das Wasser länger und unten kommt dann, wie gesagt, Kaffee raus. Und man kann das sehen, ich selber habe das erlebt in all den Ländern, wo ich gelebt habe, dass wir ständig einen Wechsel von Dürrekatastrophen und Flutkatastrophen hatten. Das ist eigentlich eine Sache, ja, da heißt es der Klimawandel. Der Klimawandel hat diese Sachen aber nur frequenter gemacht. Wir haben die häufiger. Sie sind nicht unbedingt viel extremer geworden, als sie früher waren. Sie treten nur häufiger auf. Und gleichzeitig ist unser Ökosystem, unser Boden, nicht mehr in der Lage, mit diesen Vorgängen klarzukommen. Früher hat man immer gesagt, in Deutschland, das tangiert uns nicht, das ist für die Tropen, die haben da diese extremen Wetter. Vor 10 Jahren etwa hatten wir einen Staubsturm auf der Autobahn Berlin-Rostock, wo 8 Leute umgekommen sind. Das war fahrlässig, ja. Das war nicht Klimawandel, das war unsachgemäße Bodenbehandlung. Dieses Jahr hatten wir im Ahrtal die Flutkatastrophe. Und da denke ich auch, das ist nicht wirklich extremes Wetter. Das ist extreme Landschaftsverdichtung. In den Nachrichten in Deutschland wird oft vor Starkregen gewarnt. Da heißt es dann, in den kommenden 24 Stunden kann bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. 50 Liter Wasser in 24 Stunden, das sind 50 Millimeter. Mhm. Wenn wir einen gesunden Boden mit Bioporen sehen, dann kann der über 100 Millimeter Wasser pro Stunde wegschlucken. Und das über mehrere Stunden. Nach 8 Stunden kann er immer noch über 50 Millimeter Wasser pro Stunde wegschlucken. Wir haben es mal bei sehr günstigen Bedingungen in einem Versuch hatten wir es mal, da waren die 50 Millimeter, die waren glaube ich nach 2,5 Minuten weg. Ja. Das war aber wirklich auch ein Jahr, da hat es gerade wirklich gepasst von der Struktur. Wenn er trockener ist, geht es natürlich auch. Eben, nicht so. Und wenn wir diese Bioporen, wie gesagt, bis ins Grundwasser führen haben, ja, dann ist auch nicht die Frage, ob die Krume gesättigt ist, dass der Boden überläuft, ja, sondern es läuft wirklich ab. Und das ist keine Theorie, das ist Praxis und das sehen wir in Tropen, wo wir durchaus mal Niederschläge haben können, wo mal 100 Millimeter pro Stunde fallen können, aber maximal eine halbe Stunde lang. Und dann geht die Intensität wieder runter. Und das sind Konditionen, die eigentlich ein gesunder Boden, wie wir es im Wald zum Beispiel haben, vertragen muss, ohne dass er wegschwimmt und ohne dass es Überflutungen gibt. Und deshalb denke ich schon, dass wir in Deutschland inzwischen auch ein Bodenverdichtungsproblem haben, weil unsere Böden funktionieren nicht mehr. Ich fand das, ich glaube, das war damals unser zweiter Tag in Paraguay, da waren wir ganz im Süden und da hatten wir wirklich, ich glaube, in einer Nacht 170 Millimeter Niederschlag, die kamen da so mal eben, das war für die Leute auch ganz normal. Ja. Und nächsten Tag, da haben wir, ich glaube, morgens einfach nur so ein paar Stunden gewartet und danach kommen wir wieder los und auch auf die Felder drauf und alles. Das hat nicht mal geklebt an der Schuhe. Ja. Deshalb, also man kann das sehen. Ich selber habe das, wie gesagt, in den Ländern, wo ich die konservierende Landwirtschaft eingeführt habe, gesehen, dass selbst wenn wir mal Überflutungen hatten in Nordkorea, da gab es also in den Flusstälern dann oft Überflutungen, wo wir unsere nicht bearbeiteten Felder hatten, so wie das Wasser abgeflossen war, konnte man wieder auf die Felder drauf. Die anderen Felder waren monatelang noch Pudding. Hm. Ja, das kenne ich auch vom eigenen Betrieb. Das. Ja, es ist also wirklich sichtbar und ein Unterschied. Und das ist auch die Erklärung, warum wir in so vielen Ländern ständig diesen Wechsel zwischen Dürre und Flut haben. Wenn es regnet, kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen, überflutet. Das heißt aber, das Wasser fließt ab. Das Wasser bleibt nicht im Boden, das bleibt nicht im Ökosystem, bleibt nicht im Wassereinzugsgebiet. Und wenn es einmal nicht regnet, dann fehlt Wasser. Dann haben wir Dürre. Ja, das sind ja bis jetzt ja wirklich ganz, ganz klare Argumente für das System. Und die Landwirte in Deutschland, die sagen ja immer, ja, da im Trockengebiet, da geht's, oder da in Südamerika, da geht's. Aber wie sehen Sie das?
Also ich finde, das ist eigentlich eine Art Landwirtschaft, die wir überall auf der Welt brauchen und die auch überall auf der Welt funktioniert. Inzwischen wird die konservierende Landwirtschaft auf etwa 200 Millionen Hektar weltweit durchgeführt. Das sind etwa 15% der Ackerflächen. Dazu kommt ein wachsender Anteil an Dauerkulturen. Oliven, Wein, Obstbau, wo dann auch mit Unterkulturen gearbeitet wird und nicht mehr der Boden bearbeitet wird. Das heißt, es ist eine Art Landwirtschaft, die nicht ein Nischendasein hat. Wir sind also inzwischen um ein Vielfaches größer als der organische Landbau, wo es bis zu 50 Jahre lange Erfahrungen gibt, die wissenschaftlich inzwischen auch gut untersucht ist, sowohl was die Frage der Kohlenstoffbindung im Boden, der Lachgasausstöße, der Nährstoffdynamiken, des Ertrages angeht, auch der Unkraut- und Schädlings- und Krankheitsprobleme. Es ist also, wie gesagt, viel Wissen bekannt. Sie wird inzwischen in allen Klimabereichen durchgeführt, auf allen Böden, in allen Kulturen. Und man kann nur sagen, es funktioniert. Und bisher gibt es keine Anzeichen, dass da irgendwie ein Nachteil, ein Problem, was nicht lösbar wäre, auftreten könnte. Und es ist wirklich ein neues Paradigma für die Landbewirtschaftung. Es stellt viele unserer bekannten Glaubensfragen in Frage, was wir immer so denken, was wahr ist. Und es ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, eine nachhaltige Landwirtschaft zu machen. Alle Verfahren, die in irgendeiner Weise Bodenbearbeitung einschließen, können nicht nachhaltig sein. Die werden über kurz oder lang, wie gesagt, zu schweren Problemen in der Bodendegradation führen und dann auch im Ökosystem. Und das betrifft dann auch die Biodiversität, weil selbst viele unserer Bestäuber sind bodenlebend. Hummeln leben im Boden. Wenn ich den Boden umdrehe, dann zerstöre ich das Habitat von bodenlebenden Bestäubern. Das heißt, es hängt wirklich sehr viel da zusammen. Das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal bestätigen, weil diesmal, wenn ich das in meinen Videos als Landwirt erzähle, dann sagen die, ach ja gut, der übertreibt oder ach, das würden wir doch schon längst sehen, das ist ja noch alles gut hier und nur, ja, der Boden ist nur einmal da, ne? Ja, wenn er weg ist, ist er weg. Und wie gesagt, wir sehen es ja, wir sehen das Bestäuberproblem auch in Deutschland und das ist nicht exklusiv ein Pflanzenschutzproblem, das ist ein Problem des ganzen Ökosystems. Der Punkt ist, Biodiversität fängt im Boden an, Vielfalt fängt im Boden an. Wenn ich im Boden keinen gesunden Boden mit Biodiversität habe, dann kriege ich auch darüber keine. Weil die Nahrungsketten hängen ja alle zusammen. Die ganzen Schädlinge, aber auch Nützlinge, die im Boden, in Bodennähe, in der Mulchdecke leben, die haben dann ja auch wieder ihre Feinde. Und das geht dann hin bis zu Vögeln. Und man kann das sehen, wo wir konservierende Landwirtschaft haben. Da haben wir nicht nur ein reicheres Bodenleben, wir haben auch mehr Vögel in der Landwirtschaft, wir brauchen weniger Pflanzenschutzmittel, wir brauchen weniger Fungizide, weil es da auch natürliche Feinde der Pilzkrankheiten gibt. Die Pflanzen sind einfach gesünder und wir brauchen auch weniger Herbizide. Ja, mit den Insekten, das ist ja die Leute, die haben ja am meisten nur, ist immer so der Bürger zumindest, der hat ja immer nur die Biene im Blick, stellvertretend für alle anderen. Aber was da alles in dieser Mulchschicht alles drin lebt und auch die Wildbiene, die ihre Gänge da im Boden drin hat, in der Mulchschicht, ungestört ist. Wir sehen es ja selbst, wenn wir ein Feld haben, wo in dem Moment gerade nichts mehr lebt, weil zum Beispiel trocken war und wir frühzeitig schon abtöten mussten. Ich fahre da mit dem Maisleger drüber und ich werde von Wildbienen und allen werde ich umsingelt. Ja, ne? Ja. Das Gleiche hat hier der Peter den Effekt. Er sagt, er sieht inzwischen auch Reptilien, die er jahrelang nicht mehr gesehen hat auf seinen Feldern. Schlangen hatten wir, habe ich nie sonst welche gesehen. Und seitdem ich Drecksart mache, habe ich jetzt schon zweimal Schlangen auf dem Betrieb gesehen. Ja. Und nee, das ist ein natürlich erklärbarer Effekt. Und deshalb denke ich auch,
man muss da ganz anders rangehen. Am Anfang wurde uns viel gesagt, ja, aber die Mulchschicht, die zieht ja Schädlinge an. Da haben wir ja ganz viele Schädlinge. Ja, aber wenn die Schädlinge keinen Schaden machen, dann stört uns der Schädling doch nicht. Ja. Der hält doch die Nahrungskette in Gang. Genau. Ja? In Afrika hatte ich das, dass die Bauern ankamen und sagen, ja, wir haben da die Termiten, die fressen uns alles auf. Ja, wenn sie den Acker schön frei hatten, keinen Mulch und keine Unkräuter, dann haben die Termiten angefangen, die Kulturpflanzen anzufressen. Mhm. Ja, aber solange da was auf dem Boden ist, stören die nicht. Die machen keinen Schaden. Mhm. Ja, jetzt haben wir diese ganze Populationsdynamik, ja. die setzt ja auch irgendwann ein. Selbst wenn wir mal einen Schädling haben, dann kommt der Nützling, der kommt dann eben. Ein paar Monate später irgendwann. Eben. Und ich gebe aber mit dem System den Nützlingen die Chance zu überleben. Ich mache nicht wie mit der Bodenbearbeitung mal einen Schnitt, System ist tot genau. und dann kommen erst die Schädlinge genau. und die Nützlinge brauchen ganz lange, bis sie sich entwickeln können. Und dann brauchen wir Chemie. Genau. Und das ist auch immer, weshalb ich sage, wir brauchen in dem System langfristig nicht mehr, sondern weniger Chemie. Aber nicht, weil es verboten ist wie im organischen Landbau, sondern weil wir es einfach nicht brauchen, weil die natürlichen Regelmechanismen wieder funktionieren. Ja. Das ist auch, wenn ich zum Beispiel mit dem Rolf Schneider spreche, der macht das schon sehr lange, der sagt mir, du, ich habe die letzten, ich glaube, 4 Jahre keine Insektizide mehr eingesetzt. Ja, ja. Oder selbst Fungizide werden weniger gebraucht. Oh, Moment, wir haben Septoria-Druck dieses Jahr. Wie war das denn nochmal? Das ist doch schon alles so lange her. Ihr braucht doch schon kaum noch Fungizide. Wie geht das denn alles überhaupt nochmal? Die Diskussion, die hatten wir im Frühjahr. Ne? Und auch Ulrich Zing, Thomas Sander, das ist alles die... Die hatten die gesündesten Bestände rundherum und die wenigsten Fungizide. Ja. Ne? Kommen wir mal zur Herbizid-Thematik. Oder wie sehen Sie die ganze Thematik mit dem Totalherbizid? Ja, das ist ja so ein Thema. Natürlich hilft das Totalherbizid. Und es war auch der Punkt, wo dieses System sozusagen großflächig seinen Durchmarsch gehabt hat. Damals mit Paraquat. Ja, wie das in Brasilien in 70er Jahren in der Praxis angefangen wurde, war der Punkt, wo Paraquat auf den Markt kam, eigentlich der Durchbruch, dass man das Ganze großflächig leichter handhaben konnte. Später kam dann Roundup, was wesentlich schöner war. Es war zwar teurer, aber es war A, systemisch und B, wesentlich weniger toxisch als Paraquat. Und von der Umweltproblematik eigentlich schadfrei. Zu der Zeit hat zum Beispiel die GTZ-Untersuchung in Paraguay gemacht, wo das Roundup weder im Grundwasser noch im Boden noch in sonst irgendwas nachgewiesen werden konnte, obwohl es da schon eingesetzt wurde. Inzwischen wissen wir aber auch, dass wir diese Systeme der konservierenden Landwirtschaft auch ganz ohne Herbizide machen können. Das heißt, Herbizid ist nicht unbedingt immer nötig. Kleinbauern zum Beispiel brauchen kein Herbizid. Wer vorher mit der Hand sein Unkraut gehackt hat, kann es jetzt immer noch händisch durch Ausrupfen, Abmähen oder Niederwalzen kontrollieren und hat weniger Arbeit als mit der Bodenbearbeitung, weil der Mythos, dass die Bodenbearbeitung uns bei der Unkrautbekämpfung hilft, ist auch nicht so richtig. Die Bodenbearbeitung hat zwar zunächst mal den Effekt, dass wir gewisse Unkräuter kontrollieren können, aber wir schaffen uns wieder andere Unkräuter. Mit jeder Bodenbewegung bringen wir wieder die Bodensamenbank zum Keimen und gleichzeitig graben wir aber andere Samen wieder im Boden ein, die dann bis zu 20 Jahre da konserviert werden. Das heißt, wir haben einen nicht endenden Wechsel von Keimen und Konservieren und schaffen uns damit mit jeder Bodenbewegung wieder neue Probleme. Und wenn die Bodenbearbeitung das Nonplusultra im Pflanzenschutz wäre, dann brauchten wir ja keine Herbizide, wenn wir den Boden bearbeiten. Aber jeder Bauer, außer die organischen, die den Boden bearbeiten, brauchen Herbizide. Und die organischen, die den Boden ohne Herbizide bearbeiten, haben ein echtes Problem oft mit der Unkrautbekämpfung. Das heißt, Unkraut ist mit Bodenbearbeitung nicht wirklich kontrollierbar.
Das heißt aber auch, ohne Bearbeitung haben wir es leichter. Wir kriegen erstmal weniger Unkräuter zum Keimen. Nach 2 Jahren spätestens sehen wir, dass die Samenunkräuter praktisch verschwinden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass immer wieder neue Samen kommen. Wir haben mit der Bodenbedeckung die Möglichkeit, Wurzelunkräuter zu unterdrücken, einfach durch Beschattung. Und Fruchtfolgen sind ein weiteres Element, mit dem wir Unkräuter kontrollieren können. Wichtig ist, wie gesagt, dass der Boden niemals nackt da liegt, weil das ist das beste Habitat für Unkrautvermehrung, wenn wir nackten Boden haben. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch in der konservierenden Landwirtschaft mechanische Hilfsmittel haben, wie die Messerwalze zum Beispiel. Wenn wir da einen gleichmäßigen Bestand haben, eine Zwischenfrucht zum Beispiel, idealerweise der Schwarzhafer, das ist so die Modellzwischenfrucht aus Brasilien, wenn wir den in der Milchreife mit der Messerwalze behandeln, dann ist der nicht in der Lage, wieder sich aufzurichten. Da er nicht abgeschnitten ist, keimt er oder treibt er nicht wieder aus. Und da die Körner noch nicht reif sind, keimen die auch nicht aus. Das heißt, dieser niedergewalzte Hafer bildet dann eine dicke Pflanzenmatte, die alles andere an Unkräutern unter sich unterdrückt. Und wenn ich da dann meine Kultur reinsehe, kann ich selbst in einer relativ langen Kultur wie Mais den Bestand ohne Herbizid bis zum Ende unkrautfrei halten. Einfach durch diese Bodenbedeckung. Das heißt, es gibt Verfahren, die uns das ermöglichen, die wir bei Bodenbearbeitung nicht hätten. Insofern ist die Frage der Totalherbizide nicht eine Entweder-Oder-Frage, sondern wir haben auch andere Möglichkeiten. Aber natürlich sind Totalherbizide und insbesondere Glyphosat durchaus nützlich. Insbesondere in den ersten Jahren, wenn ich den Betrieb umstelle und wenn ich noch diese reiche Unkrautflora im Boden habe, aus den Zeiten der Bodenbearbeitung, dann ist ein Totalherbizid auf jeden Fall hilfreich. Und insofern, wenn mir jetzt Landwirte sagen, oh ja, aber wenn jetzt ein Glyphosatverbot kommt, dann fange ich doch gar nicht erst mit der Direktsaat an, würde ich sagen, nee, dann gerade jetzt, solange es noch Glyphosat gibt, weil wenn man erst mal drin ist im System, dann kann man auch Alternativen finden. Mit den Unkräutern, das, wenn ich überlege, früher in der Mulchsaat, da hatten wir ja auch so diesen Gedanken, ach Mensch, wir haben jetzt gerade viel Zeit und nochmal flach mit der Scheibenwäsche drüber, die Trespe kaputt machen und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Aber immer gedacht hat, man reduziert damit. Und man konnte sich das so gar nicht vorstellen. Und jetzt, wo wir die Direktsaat machen, das konnte man so richtig sehen. Ich habe jedes Jahr so ungefähr ein Drittel vom Betrieb umgestellt. Und nach 3 Jahren konnte ich dann sehen, die Flächen, die schon im 3. Jahr waren, da war die Trespe, die war weg. Im 2. Jahr, da war nicht mehr viel. Ja. Und im 1. Jahr, da war auch schon ein bisschen weniger Druck. Also das konnte man ganz klar sehen. Hätte ich aber so noch mal kurz eine Frage noch mal zum Roundup, wenn man jetzt ohne zurechtkommen würde. Oder man wird ja schon in so eine Richtung Bio-No-Till kommen. Ja, organischen No-Till. Genau. Da gibt es ja ein paar Betriebe auf der Welt, die machen das. Ja. Ich kann mir das hier, sag ich mal, in den nördlichen Klimaten immer sehr schlecht vorstellen. Mhm. Ich sage immer so, naja, so vielleicht unter dem 45. Breitengrad könnte gehen, da ist mehr Zeit da, die Zwischenfrucht schafft es. Wie sehen Sie das oder was haben Sie so auf der Welt gesehen? Ja, wenn wir kurze Vegetationsperioden haben, wird es mit Zwischenfrucht schwierig, einen genügend deckenden Bestand zu kriegen, wo ich dann wirklich eine gute Unkrautkontrolle habe. Andererseits ist in der Zeit dann auch weniger Unkrautwachstum. Wenn ich also eine extrem kurze Nordkorea, die hatten 120 Tage frostfrei, ja, da war es extrem schwierig, Untersaaten oder Zwischenfrüchte zu etablieren. Aber Untersaaten ist durchaus ein Thema, was in diesen Klimaten interessant wäre, dass man sozusagen seine Bodenbedeckung permanent in der Kulturzeit hat und dann halt überwintern lässt und damit den Unkräutern schon mal eine Konkurrenz gibt. Eine andere Sache ist, wir brauchen keinen unkrautfreien Bestand. Wir müssen nur verhindern, dass die Unkräuter uns Ertrag wegnehmen. Und das heißt im Grunde genommen, dass die Unkräuter über die Kultur rüberwachsen und damit dann auch in der Ernte Probleme machen. Unkräuter, die da sind und den Boden bedecken,
schaden uns nichts. Die rauben uns keine Nährstoffe, weil sie bleiben ja auf dem Feld und werden dann wieder mineralisiert. Sie rauben uns auch kein Wasser, weil das ist auch so ein Mythos, dass Pflanzen Wasser klauen. Ja, Pflanzen brauchen Wasser zum Wachsen, aber ein nackter Boden, frisch gehackt, braucht mehr Wasser als ein bedeckter Boden und manchmal auch noch mehr Wasser als ein Boden mit wachsenden Pflanzen. Weil wenn es richtig heiß und sonnig wird, dann können die Pflanzen die Stomata zumachen und die Verdunstung reduzieren. Der Boden, der verdunstet dann noch mehr. Je heißer und je sonniger ist, desto mehr Wasser verdunstet er, wenn ein Pflanzenbestand dann irgendwann dicht macht. Und insofern ist also das Wasserthema weniger kritisch. Und das sehen wir zum Beispiel im Mittelmeerraum, wo es bei Oliven zum Beispiel mal hieß, nee, da können wir keine Unterkulturen haben, weil die brauchen so viel Wasser. Nee, wenn ich da was auf dem Boden habe, braucht das weniger Wasser, als wenn ich den Boden nackt habe. Wir haben das auch mal in so einem Versuch mal gesehen. Da hatten wir auch nur einen Teil der Fläche nur gestriegelt und da ist die Zwischenfrucht einfach nicht gekommen. Ja. Ich glaube, wir hatten auch damals mal ausgestreut. Das waren so die allerersten Versuche mal. Und ein Teil der Fläche war bearbeitet, ein Teil war mit Zwischenfrüchten. Man konnte eigentlich sehen, so die Bodenbearbeitung und die Zwischenfrüchte, die haben gleich viel Wasser gebraucht. Ja. Und der Boden, wo wirklich nur das Gestriegelte war, es lag noch oben drauf, der hat natürlich am wenigsten Wasser gebraucht. Ja, ja. Aber dafür habe ich auch keine Wurzelexudate als Leben nicht in Gange. Eben. Und danach auch nicht die Matte, die oben drauf liegt. Ja, ne? Also das denke ich mal immer nach einer gewissen Zeit, dass ich das zumindest wieder... Ja. Das war ja zum Beispiel in Trockengebieten, das sogenannte Dry-Farming, dass man dann ein Jahr den Boden immer unkrautfrei gehalten hat mit Bearbeitung, um dann im zweiten Jahr aus zwei Jahren Niederschlag eine Kultur zu haben. Kasachstan, Kanada, wo es auch immer gemacht, Australien. Ja. Das ist auch alles ein Mythos. Und letzten Endes wird nicht mal 10% des Wassers, des Niederschlages aus dem Jahr, wo keine Kultur wächst, in das nächste Jahr übertragen. Das heißt, es ist reiner Quatsch, es ist reine Bodenvernichtung. Das Wasser infiltriert ja auch nicht. Das bleibt ja länger an der Oberfläche und viel mehr davon verdunstet dann wieder. Und es geht ja gar nicht in den Boden rein. Ja. Wie sehen Sie das Thema des vermutlich kommenden Glyphosatverbotes in der EU? Ja, das ist ein Thema, was mich durchaus beunruhigt, weil ich denke, ein Glyphosatverbot wäre ein absoluter Bärendienst an der Umwelt. Glyphosat ist wahrscheinlich eins der am wenigsten problematischen Unkrautvernichtungsmittel, die wir haben. Alle anderen sind entweder toxischer oder haben längere Langzeitwirkungen im Boden. Und Glyphosat ist also, wie gesagt, relativ schnell abbaubar, reichert sich nicht an. Und das mit der Krebserregung ist auch so ein bisschen ein Mythos, denke ich mal. Wenn wir hoch genug dosieren, ist eigentlich alles krebserregend. Und wenn ich Zellkulturen in Glyphosat bade, dann ist natürlich, dass die Mutationen kriegen. Das ist also gar keine Frage. Und aus diesem Grunde denke ich, ein Glyphosatverbot wäre der absolut falsche Schritt. Was wichtig ist, ist, sich zu besinnen, wo das Glyphosatproblem herkommt. Ich sage nicht, dass Glyphosat uns kein Problem bereitet. Es bereitet uns ein schwerwiegendes Problem derzeit. Aber das Problem ist nicht Schuld von Glyphosat, sondern es ist Schuld einer unsachgemäßen Anwendung. Glyphosat wurde, wie gesagt, entwickelt als Totalherbizid und wurde anfangs auch nur in konservierender Landwirtschaft eingesetzt. Das heißt, ohne Bodenbearbeitung, mit Bodenbedeckung, mit reichhaltiger organischer Substanz im System, die das Glyphosat sofort degeneriert. Das ist ja so schlimm, wenn ich kein sauberes Wasser nehme, wenn ich im Wasser organische Schwebstoffe habe, dann wird das Glyphosat schon im Spritztank sozusagen deaktiviert. Das Problem ist dann entstanden, als Monsanto angefangen hat mit den glyphosatresistenten Kulturen. Das hat zu einem Hype geführt, der selbst Bauern, die schon in der konservierenden Landwirtschaft erfolgreich waren, dazu verleitet hat,
wieder zur Monokultur zurückzugehen, die Bodenbedeckung zu lassen, weil wir konnten ja Unkraut jederzeit im Bestand bekämpfen. Außerdem hat es Glyphosat auch für Bauern attraktiv gemacht, die den Boden bearbeitet haben. Und die Folge war dann, dass das Glyphosat mit dem bearbeiteten Boden oder mit dem nackten, nicht bearbeiteten Boden bei Regen erodierte und ins Wasser kam. Oder auf den bearbeiteten Böden ausgewaschen wurde und ins Grundwasser kam. Und wir sehen das zum Beispiel schön in der Schweiz am Bodensee, die Hanglagen, wo die Weinberge mit Glyphosat gespritzt werden. Der größte Teil davon landet direkt im Bodensee. Ja, und das ist ein Problem. Wenn Glyphosat ins Wasser kommt, ist es nicht mehr so schön. Weil für Wasserlebewesen ist es durchaus unangenehmer. Es ist ja nicht gesundheitsfördernd. Mhm. Es ist ja durchaus ein Pflanzengift. Mhm. Und Wasserlebewesen haben da ein wesentlich größeres Problem. Dazu kommt, dass es im Wasser nicht so schnell abgebaut wird. Und die Folge ist also, dass wir zunehmend in unseren Gewässern Glyphosat finden. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Dazu kommt, dass Glyphosat immer mehr in unserer Nahrungskette auftaucht. Warum? Ja, die glyphosatresistenten Kulturen werden ja mit dem Glyphosat mitgespritzt. Das heißt, die Soja kriegt Glyphosat obendrauf. Der Mais kriegt Glyphosat obendrauf. Und alles, was nicht zersetzt ist, geht dann in der Ernte mit in die Nahrungskette. Glyphosat wird inzwischen ja auch, weil es so schön ist, als Erntehilfsmittel benutzt. Im Weizen, im Reis, im Zuckerrohr. Und das sind alles Sachen, die sollten schlichtweg verboten werden. Damit wäre auch das Problem mit den genetisch modifizierten Sorten gelöst, weil dann wäre kein Markt mehr da. Glyphosat sollte wirklich nur genommen werden für konservierende Landwirtschaft als Vorauflauf Totalherbizid und für keine andere Anwendungsform. Nicht im Straßenbau, nicht in der Eisenbahn, nicht in Hausgärten und auf Hofeinfahrten. Das sind alles Sachen, wo es direkt ins Wasser kommt und da bringt es ein Problem. Und da denke ich mal, oder hoffe ich zumindest, dass der Gesetzgeber irgendwann mal intelligent genug ist, das auch zu verstehen. Ja, ich denke mal gerade die Hofeinfahrten, dieses typische Privatanwender, ja. 10, 20-fach überdosiert das und, genau. Und es geht mit dem nächsten Regen sofort in die Kanalisation, ja. Und irgendwann wieder in den Kreislauf rein. Ja. Das ist, denke ich mal, auch ein Riesenproblem. Vielleicht noch kurz eine kleine Ergänzung meinerseits für die Leute, die jetzt nicht aus der Landwirtschaft kommen. Diese Anwendung im GMO, also mit den genmanipulierten Pflanzen, die haben wir ja in Europa so nicht. Und diese Ernteerleichterung, ich sag's mal so, die ist seit einigen Jahren vom bürokratischen Aufwand hier eigentlich so weit erschwert und das Verständnis bei den Landwirten ist eigentlich mittlerweile da, sodass ich sagen würde, zumindest in Deutschland ist es kaum noch vorhanden. Das ja, aber ich würde also nicht meine Hand ins Feuer legen für Weizen, der aus dem Ostblock kommt. Genau, da wollte ich als nächstes drauf. Also das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, was ist auch die Sache, es wird ja häufig auch Ampa gefunden, dieses Abbauprodukt, was ja auch ein Abbauprodukt von Reinigungsmitteln ist. Da kann man es ja zum Beispiel in der Milch gut erklären. Ja. Die Molkerei wird gereinigt und danach gibt es diese Rückstände. Ja. Beim Bier, da könnte ich mir jetzt aber wirklich vorstellen, die Braugerste, die kommt aus Osteuropa. Und richtig. Da wird es einmal abgespritzt. Ja. Was sind denn die Summe der ganzen Vorteile dieses Systems, sagen wir erstmal für die Umwelt? Ja, die Vorteile für die Umwelt sind vielfältig. Und das ist etwas, was Umweltschützer nicht so gerne hören, weil die immer sagen, ah, es gibt keine Lösung für alles. Aber die konservierende Landwirtschaft hat wirklich Antworten für viele der Probleme, die wir haben. Biodiversität haben wir ja schon erklärt. Biodiversität fängt im Boden an und baut sich dann auf und wird damit gefördert. Ein weiterer Vorteil ist, die konservierende Landwirtschaft ist die Grundlage der Climate Smart Agriculture, der klimaintelligenten Landwirtschaft. Das heißt, sie schützt uns vor den Folgen des Klimawandels, sprich Dürre und Flut, aber
sie bekämpft gleichzeitig auch den Klimawandel, weil sie die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft reduziert. Einerseits durch den Aufbau von Humus im Boden. Das heißt, wir binden Kohlenstoff langfristig im Boden. Das wird zwar auch immer noch diskutiert, ob das wirklich so ist, aber es ist in der Tat so. Voraussetzung ist, dass wir den Boden so wenig wie möglich bewegen, um keinen Kohlenstoff zu verlieren, genügend Kohlenstoff zuführen mit den Ernterückständen und den Kulturen, die wir anbauen, und ein vielfältiges Nährstoffangebot für den Humusaufbau liefern, insbesondere das CN-Verhältnis, Stickstoff-Kohlenstoff ist wichtig. Das heißt, wir dürfen nicht zu viele Leguminosen im System haben, also keine Sojamonokulturen, weil das frisst auch wieder Kohlenstoff auf. Wenn wir diese drei Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft einhalten, haben wir sicher eine Kohlenstoffanreicherung im Boden. Die ist auch messbar. Das dauert natürlich länger, insbesondere wenn ich in größere Tiefen gehe, weil in größere Tiefen wird das dann durch Wurzelexudate, Wurzelrückstände und das Bodenleben transportiert. Aber sie ist inzwischen auch in größeren Tiefen unterhalb der Krume nachgewiesen. Ich denke mal, die ganzen Versuche in Deutschland, die sind wahrscheinlich auch alle mal viel zu kurz. Richtig. Man kann diese Effekte wirklich erst sehen, wenn wir mehr als 5 Jahre ein intensives System haben. Und es wird bis zu 30, 50 Jahre Kohlenstoff weiter angereichert. Im Grunde genommen ist die Obergrenze der Zustand des natürlichen Bodens, das heißt der Humusgehalt des jungfräulichen Bodens, bevor wir anfingen, Ackerbau zu machen. Das ist sozusagen die klimagesetzte Obergrenze dessen, was wir im Boden erreichen können. Dazu kommt aber auch, dass wir weniger andere Gase emittieren, sprich Lachgas, also Stickoxide, Methan, im Reisanbau ein ganz, ganz großes Thema. Und das vor allem, weil diese Gase im Boden entstehen, wenn wir anaerobe Konditionen haben. Das heißt, sie entstehen bei Abbau organischer Substanz unter Luftabschluss. Und wo haben wir nun mehr Luftabschluss? In einem bearbeiteten Boden, wo, wie ich hier vor meinem Fenster sehen kann, bei ersten Starkregen große Pfützen stehen, die ewig nicht weggehen, oder auf einem unbearbeiteten Boden, wo ich den ganzen Boden mit Regenwurmgängen permanent belüftet habe. Also das ist schon mal unlogisch, dass der nicht bearbeitete Boden mehr von diesen Gasen ausstoßen soll. Auch da ist es eine Zeitfrage, wie lange der Boden unter diesem System ist, wie stabil die Bodenkrümel sind und wie gut diese Struktur aufgebaut ist. Auch da ist der Richtwert, man sollte nicht anfangen, irgendwelche Untersuchungen zu machen, vor 5 Jahren in dem System. Ein weiterer reduzierender Faktor ist, dass wir weniger Produktionsmittel brauchen. Dünger, vor allem Stickstoffdünger, braucht ja ganz viel Energie und produziert deshalb auch ganz viel Treibhausgase in der Produktion. Wir brauchen grundsätzlich weniger davon in der konservierenden Landwirtschaft. Nicht nur, weil wir mit den Fruchtfolgen auch Leguminosen im System haben und weil wir in einem gesunden Boden auch natürliche stickstoffbindende Bakterien finden, die wir in einem Ackerboden, der bearbeitet ist, normal nicht sehen, sondern auch, weil wir einfach weniger Nitrate, weniger Stickstoff aus dem Boden verlieren. In einem bearbeiteten Boden können wir bei entsprechend hohem Ertragspotenzial bis zu 70% des Düngers, den wir auf den Acker schmeißen, mit dem Regenwasser im Grundwasser verlieren. Also nicht nur über Erosion am Boden, sondern auch durch Auswaschung in den Untergrund. Und das ist im Grunde genommen egal, ob ich den Dünger als Nitrat, Kunstdünger raufschmeiße oder ob ich ganz intensiv organisch dünge und dann bearbeite und das Nitrat aus meinem Mist oder aus meiner Gülle kommt. Wenn diese Mengen im Grundwasser landen, ist das natürlich ein Problem. Wenn ich aber diese Auswaschungsprozesse im Boden nicht mehr habe, dann verliere ich diesen Dünger nicht und kann das gleiche Ertragspotenzial mit der Hälfte
oder weniger des Düngers erreichen. Und das gilt ja nicht nur für den Stickstoff. Das gilt nicht nur für den Stickstoff, genau. Das gilt auch für Phosphate zum Beispiel, die ja auch gerne im Grundwasser vorzufinden sind und zur Eutrophierung von Gewässern Region, führen. Genau, ja. Ich selber habe das zum Beispiel erlebt in Guangdong in China, eine sehr intensive Landwirtschaftsregion. Und da war das Problem, dass in der Tat 70% des eingesetzten Düngers direkt ins Wasser ging. Mhm. Überhaupt keinen Ertragseffekt hatte. Riesen-Umweltschweinerei, den Chinesen durchaus bewusst. Ist ja nicht so, dass die Chinesen nicht auf ihre Umwelt achten. Es war also ein großes Thema und da wurden dann also Experten aus den USA, von der Weltbank rangeholt. Und ja, was machen wir? Und ein Vorschlag war zum Beispiel zielgerichteter Düngen. Und man rechnete sich aus, man könnte so vielleicht 10% des Düngers einsparen mit besseren Düngerempfehlungen. Das sind ja immer so diese kleinen Schrauben, genau. An denen da wir hier ich in Deutschland denen gesagt, auch so gerne drehen. Hört mal zu, wenn ihr 10% des Düngers einspart und dann nur noch 90% eurer jetzigen Menge düngt und von den 90% immer noch 70% im Wasser landen, ist das immer noch zu viel. Da guckten sie mich alle an. Und ich habe dann eben vorgeschlagen, die konservierende Landwirtschaft einzuführen und auch das Bewässerungssystem umzustellen, dass wir also nicht offene Furchenbewässerung mit stehendem Wasser überall haben. Und das wurde dann auch gemacht. Und ich hoffe, dass in ein paar Jahren das wirklich dann sichtbar wird, dass wir weniger auswaschen. Wir haben zumindest in den Bereichen, wo wir die konservierende Landwirtschaft durchführen, deutlich messbar weniger Einträge von Nitraten, von Phosphaten, von Pflanzenschutzmitteln in Grundwasser und auch in Oberflächenwasser. Ganz praktisch ist das zum Beispiel in Südbrasilien im Interesse der ländlichen Kommunen, die damit weniger Trinkwasseraufbereitungskosten haben. Ja, das Problem der Nährstoffeinträge haben wir auch ganz konkret hier in der Flensburger Förde zum Beispiel. Da heißt es ja immer, die ist schon fast tot wegen der Nitrateinträge. Und das ist ja ein großes Thema auch in Deutschland mit der Düngeverordnung, dass dann immer gesagt wird, ja, wir müssen weniger düngen, wir dürfen nicht so viel Gülle und nicht so viel Stickstoffdünger auf die Felder bringen. Das Problem ist aber nicht die Menge des Düngers, den wir ausbringen. Das Problem ist wirklich die Bodenbearbeitung, die dazu führt, dass der Dünger im Boden nicht gehalten werden kann, sondern ins Grundwasser auswäscht oder mit der Erosion direkt in die Gewässer kommt und somit unsere Gewässer verschmutzt. Und wenn man das verstehen würde, dann könnte man auch in der Politik wesentlich sinnvollere Maßnahmen treffen, als die Düngung zu deckeln. Nämlich kein Bauer wird freiwillig mehr als nötig von dem teuren Stickstoffdünger aufs Feld kippen, wenn er es vermeiden kann und wenn er es nicht brauchte. Und wenn er vermeiden kann, dass dieser Dünger direkt im Wasser landet, dann ist das natürlich hilfreich für den Bauern. Ja, wir haben dann im gewissen Sinne ja dann eine systembedingte schlechte Effizienz, kann man dann ja eigentlich so zusammenfassen. Also das geht zwar von der Bilanz, geht es ja alles irgendwo auf, weil wir auch noch wieder an einer anderen Stelle im gewissen Sinne einen Raubbau oder ein Mining betreiben. Und wir haben natürlich auch die freilebenden Stickstoffbakterien. Aber das heißt, wenn wir die Effizienz noch viel, viel besser kriegen, dadurch, dass wir es nicht alles durch Erosion, durch die Auswaschung verlieren, dann kommen ja diese Punkte durch die freilebenden Stickstoffbakterien und die ganzen, was wir nach den Zwischenfrüchten haben, was alles wieder verfügbar macht. Dadurch kommen wir natürlich mit der Düngermenge viel, viel weiter runter. Vielleicht aber noch mal kurz eine Anmerkung an die Landwirte. Macht das nicht die ersten 2 Jahre nach der Umstellung in der Direktsaat? Also, gerade hier in den kalten Klimaten, da braucht man erstmal was richtig. Ja, das ist richtig. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir Humus aufbauen wollen, brauchen wir immer auch eine entsprechende Menge Stickstoff zum Kohlenstoff, um den dann zum Humus werden zu lassen. Das heißt also, von nichts kommt nichts. Aber dieser Stickstoff ist ja im Boden nicht verloren, sondern irgendwann, wenn wir dann wirklich einen hohen Humusgehalt im Boden haben, kommt der dann auch in den Kreislauf und kann auch für ertragswirksame Leistungen genutzt werden. Genau, also im Moment der Umstellung, der Boden schaltet ja erstmal voll richtig auf Humusaufbau, weil das ganze andere, dieser ganze Kreislauf ist ja nicht so in dem Maße aktiv, dass die Biologie da erstmal stimmt. Vielleicht ein anderer Punkt noch. Gerade mit dem Beispiel aus China, da sieht man ja eigentlich das Gleiche, was ich hier auch halt immer wieder sehe. Wir versuchen immer weiter an den kleinen Schrauben zu drehen. Unser System
immer weiter irgendwo zu optimieren, was wir haben, ob das jetzt mit Landwirtschaft 4.0, mit der ganzen Elektronik ist, was ja auch hier und da natürlich alles seine Berechtigung hat. Aber wir vergessen völlig, es gibt viel einfachere, viel größere Schrauben, an denen wir drehen können, wenn wir einfach mal dieses System einfach mal hinterfragen und sagen, komm, vergess mal das ganze alte System, das war damals gut, aber wir können heute was anderes machen. Genau. Und das führt auch zu perversen Reaktionen. Es gab mal in Deutschland eine Versammlung von Bodenkundlern, die ernsthaft meinten, man sollte den Humusgehalt in Böden auf 2% deckeln, weil ja, wie gesagt, in der Bodenbearbeitung der Humusabbau auch zu Nitratauswaschungen führt. Das sehen wir auf Feldern der organischen Landwirtschaft zum Beispiel, wo wir zum Teil erhebliche Nitratauswaschungen unter diesen Feldern haben, obwohl die keinen Kunstdünger benutzen. Und ein Grund ist ein erhöhter Humusgehalt im Boden, der dann auch zu erhöhten Nitratauswaschungen führen kann. Und die Empfehlung war deshalb, ja, also nicht mehr als 2% Humus im Boden. Unter 2% Humus im Boden kann der Boden aber den Dünger überhaupt nicht mehr halten. Das sehen wir in all den Ländern, wo wir kaum noch Humus im Boden haben. Und dann kommt es zu solchen Werten wie in Guangdong, dass wir wirklich 70% des Düngers direkt ins Wasser geben. Ich habe es bei mir auch auf dem Betrieb gesehen, wo ich die Flächen, wo ich unter 2% Humus habe, da brauche ich auch viel mehr Pflanzenschutzmittel. Ja, ja. Und ab 2% macht das mal so langsam, dass das ganze System mal funktioniert. Eben. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mit dem ersten Teil hier durch. Da haben wir uns jetzt relativ an ein Skript gehalten, was auch wichtig war, damit wir bestimmte Punkte nicht vergessen. Und dann geht es nachher weiter im zweiten Teil. Da können wir dann ein bisschen freier, entspannter Fragen stellen. Und ja, bis dahin.